Ich bin selber bildende Künstlerin. Ist man interessiert daran, was Kunstvereine machen. Und hier in Bamberg ist es besonders unterstützenswert, weil die zeitgenössische bildende Kunst in Bamberg jetzt kommunal, will ich mal sagen, vernachlässigt ist. Mhm. Also da ist es notwendig, dass ein bürgerschaftliches Engagement sich stark macht für die zeitgenössische bildende Kunst. Ich bin auch jahrelang erste Vorsitzende vom Berufsverband Bildender Künstler und Künstlerinnen in Oberfrankens gewesen, mhm. Bis 2014. Und seither bin ich Vorstand im Verein Kunstraum Jetzt, mhm. und seit letztem Jahr dort auch die erste Vorsitzende. Das heißt, der Verein Kunstraum Jetzt, der kämpft für eine Kunsthalle in Bamberg. Und da haben wir seit 2009 haben wir das Gebäude Kesselhaus, mhm. Sag ich mal, gefunden und dann erstmal Schutt geräumt und aufgeräumt und ja, und dann das irgendwie hergerichtet, um bildende Kunst daran zu zeigen. Mhm. Und seither laufen da die Ausstellungen, die der Kunstverein, eben der Berufsverband und eben der Architekturtreff dort machen. Und das heißt, da bin ich dann im Prinzip mit allen vernetzt. Ich bin auch überall Mitglied und ja, mein Schwerpunkt ist jetzt eben dieser Kunstraum Jetzt rein. Okay. Hast du neben deiner eigenen Arbeit genug Zeit, dich da überall zu engagieren? Sehr gute Frage. Also die eigene Arbeit leidet. Das ist, glaube ich, der Punkt. Mhm. Weil ich sehr zuverlässig bin in Jobs und letztendlich dieses Ehrenamt oder die Verantwortung für das Ehrenamt, gerade als erste Vorsitzende, die nehme ich sehr ernst und fühle mich zuständig, bin dann auch zuständig und dann ist das ja tatsächlich viel Arbeit. Und ich muss eher gucken, dass ich meine eigene Arbeit nicht vernachlässigen kann. Und meinst du, dass ihr das als ständig in den Ausstellungsraum bekommt, als Kunsthalle? Ja, also wenn nicht, ich glaube, dann gibt es Rabatz. Das sage ich jetzt mal so. Aber tatsächlich ist es so, dass wir eine Kulturstadt sind und wir haben ein fantastisches Angebot an Musik. Mhm. Wir haben ein super städtisches Theater mit tollem Programm und die bildende Kunst, die ist irgendwie, ja so, also die zeitgenössische, sagen wir es so, weil wir haben natürlich in der Residenz haben wir die alten Meister und das Diözesanmuseum der katholischen Kirche ist auch fantastisch, aber es gerade auf dem Gebiet der Jetztzeit ist eine ganz große Lücke. Und ich glaube, dass die Bevölkerung auch von Bamberg eine Sehnsucht danach hat. Und ich glaube, mein Anspruch ist auch, dass wir was schaffen, um gerade junge Menschen wieder an die bildende Kunst zu kriegen. Also Interesse zu wecken. Die Auseinandersetzung mit bildender Kunst ist für mich auch ein Punkt der Demokratie, der Auseinandersetzung überhaupt mit Themen, die einem selber vielleicht fremd sind oder vielleicht auch mal unangenehm oder ja, strittig. Also ich finde es total wichtig, dass es eine Auseinandersetzung gibt, auch über die Werke. Und je kontroverser, desto schöner. Also ich glaube, erstens der Raum selber, das Kesselhaus, ist spannend. Und ja, also wir haben schon auch Musik, Tanz, Lesung, Clubmusik drin gehabt, also Performances, also vom Angebot her auch, finde ich, attraktive
ja, Events vielleicht auch sogar. Mhm. Ja, also das war auch so interessant, weil ein junges Mädchen kam, die 12 ist jetzt. Also ich weiß es von ihrem Papa, dass gerade vor 4 Wochen die Mama gestorben. Und er sagte aber schon, dass die Tochter wahnsinnig gerne mag. Und dann kam ich dazu, wir sind nur mit Schwarz die ganze Leinwand voll gemalt hat. Mhm. Und dann habe ich aber gesehen, weil die Farbe war so frisch, ist er nochmal drüber, dass da drunter so ein zartes Rosé war. Da habe ich mich so gefreut irgendwie, dass das, ja, dass sie da für ihren derzeitigen psychischen Zustand da irgendwie für sich ein Bild gefunden hat. Mhm. Ja. Es hat später ein anderer Besucher übermalt, fand ich wahnsinnig schade, aber so war es. Und du hast gesagt, du bist Künstlerin. Welche Art von Kunst machst du? Also ich komme von der Keramik. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung, eine Töpferlehre, also die da heißt Keramiker-Ausbildung. Dann auch Keramikdesign studiert, die Meisterprüfung gemacht. Habe dann auch noch Multimedia-Design-Ausbildung. Und alles zusammen ergibt so eine Mischung von Installationskunst, die im Prinzip basiert auf diesem Material Keramik, was ich dann aber ergänze durch entweder Video oder modelliertes Licht, also so programmiertes Licht und Rauminstallationen macht, die so gesellschaftliche Themen aufgreifen. Also in den letzten Jahren habe ich viel gearbeitet zu den Themen Umweltverschmutzung, Migration, aber auch zu Kommunikation. Also wie reden wir miteinander? Wer hört zu oder hören wir überhaupt noch zu? Ja, und wie passen wir aufeinander auf als Menschen, also solche sozialen Fragen. Wo ist dann unser Herz dabei? Also das gelingt mir dann durch viel Nachdenken. Ich glaube, das ist für mich erstmal das Wichtigste. Also über die meisten Themen denke ich 1 bis 2 Jahre nach, bis ich dafür ein Bild gefunden habe. Also wie ich das visualisieren kann, was ich fühle, dass ich das in meinem Material Keramik, was ja 3D ist, also wie ich es da umsetzen kann und wie ich es dann noch lebendig kriege. Zum Beispiel die Frage nach dem Selbst, ist ganz einfach erzählt. Letztendlich ist dabei ein Herz rausgekommen aus Porzellan, wo drauf ein Video projiziert ist, was schlägt. Und zwar ein nacktes Herz, also tatsächlich ein menschliches Herz, was auch ohne die Außenhaut ist. Mhm. Also eigentlich ein bisschen eklig, aber das ist eben auf diesem 3D-Herz und dann gibt es diesen Sound dazu vom Herzschlag. Mhm. Und das Ganze hat dann, obwohl das Video eigentlich, also ich sage jetzt mal eklig, weil es ist halt so ins Herz geguckt, mit den Adern, mit dem Blut, also hat es trotzdem eine ganz hohe Ästhetik. Und das ist das, was mich immer freut dann und wo ich glaube, das kommt durchs Material Porzellan. Mhm. Weil es da drauf projiziert, irgendwie so eine Wertschätzung erfährt. Mhm. Und auch eine Art Wichtigkeit, weil das ist wieder wie genau im Leben für uns. Wenn wir Herzschmerz haben oder irgendwas, kann das Herz zerbrechen. Und ein Porzellanherz kann auch sehr schnell zerbrechen. Und da bin ich dann einfach immer ganz froh, wenn ich dann so ein Bild finde, was für mich passt, für meinen Inhalt. Also, ne, was ist mit uns selbst, wie sensibel sind wir, was kann man uns zumuten?
Und das finde ich dann immer eigentlich ganz schön, wenn ich den Besucher mit einbeziehen kann. Also